Peng! In diesem Video für euch dieses 800 Gramm T-Bone Steak frittiert im Dutch Ofen. 800 Gramm Riesensteak im Dutch Ofen frittiert. Das wird richtig cool und dazu machen wir uns eine schnelle selbstgemachte Chop Chori. Was ein Chop Chori ist, seht ihr später im Video, so viel sei gesagt, es leitet sich natürlich von Chimichurri ab. Und wir starten als erstes mit dem Frittieren des Steaks. Wir müssen es dafür vorbereiten und schneiden dafür hier vorne die Fettkante durch. Und zwischen Fett und Fleisch ist immer bei diesen T-Bones, egal ob jetzt ein T-Bone für 5 Euro oder für 500, ist es immer die kleine Sehne dazwischen. Und wichtig ist, dass ihr wirklich auch die Sehne durchschneidet, damit sich dann das Steak nachher nicht quer verdreht beim Frittieren und möglichst flach bleibt. Bevor das Steak in das heiße Öl kommt, denkt dran, es nochmal mit einem Küchencrepe kurz vorm Reingeben in das Öl abzutupfen, dann nehmt ihr die Oberflächenfeuchtigkeit runter und es spritzt nicht so und das Steak wird noch schneller braun. Um es nochmal deutlich zu sagen, das hier ist ja ein T-Bone ohne Filet. Normalerweise habt ihr ja den T-Knochen, auf der einen Seite die größere Rumpsteak, auf der kleineren gegenüber das Filet. Wenn euch das weiter interessiert, ich verlinke euch mal hier ein Video zu unserem Fleischwissen-Videos. Da bekommt ihr alles, was ihr zu solchen Zuschnitten wissen müsst. Und ich habe es jetzt frittiert, wirklich der Frittiervorgang hat nur so plus minus 30 Sekunden gedauert. Das geht ultra schnell, also hebt es zwischendurch gerne mal so ein bisschen aus dem Fett hoch, schaut wie braun es ist, das geht rasant schnell. Und ich finde, mehr Kruste geht nicht, total irre. Und zu diesem herrlichen T-Bone ohne Filet mache ich mir meine Chop Chori. Chop Chori ist quasi oder sind quasi die Zutaten von einem Chimichurri, aber beim Chimichurri ist es ja so, dass die Zutaten in einem Mörser nochmal verrieben werden und vermahlen werden. Und eine Chop Chori finde ich immer cool, auch im Sommer, weil die Zutaten nur grob gehackt werden und dann in dem Moment, wo ihr die Gäste habt, auch gerne auf einem großen Brett tak, 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 das schnell durchhacken, mit dem Öl dann vermengen und dann auf die Steak-Tranchen geben. Und für das Chop Chori habe ich hier den grobe Petersilie. Ihr könnt natürlich auch die feine nehmen. Dazu kommt dann Majoran, Oregano, Essig und Salz, Pfeffer. Dann eine fein gehackte Zwiebel, frischer Knoblauch und eine halbe Chili. Wobei Chili könnt ihr so dosieren, wie ihr lustig seid und so wie scharf ihr das gerne hättet. Jetzt kommt mein schönster Moment. Wie in jedem Video darf ich wieder für euch probieren. Die Rezepte bei uns auf dem Kanal sind zwar alle erprobt. Wir wollen euch natürlich keinen Quatsch erzählen. Aber es ist jedes Mal wieder ein richtig, richtig schöner Moment. Und ja, nicht lang schnacken. Ich ziehe mir mal eine Tranche raus.
Schön mit der Chop Churi drauf. Mmh. Oh, geil. Genau richtig abgeschmeckt. Das ist immer so der Moment, wo hier oben kurz alles ausgeht. Ich nur mich sehe, wie ich hier gerade total richtig gut esse. Vergesse ich euch immer. Aber bevor ich jetzt hier wieder 5 Minuten rum esse, möchte ich noch kurz was dazu sagen. Und zwar, dieses Frittierte, das ist natürlich Röstaromen-Overkill. Weil du sehr, sehr intensive Röstaromen hast. Viele von euch stehen da ja drauf. Und dieses Chop Churi ist ein geiler Kontrast genau zu eben diesem Röstaroma. Und deswegen ist das eine tolle Kombination. Lecker. Ich freue mich wie immer, das jetzt aufessen zu dürfen. Und wenn mich nicht alles täuscht, haben wir auf jeden Fall schon mal ein Fleischwissen-Video zu einem T-Bone gemacht. Das verlinke ich euch hier vorne, wenn ich es empfinde, sonst die Fleischwissen-Playlist, wo ihr sehr, sehr viel Fleischwissen bekommt. Und wenn ihr unseren Kanal unterstützen wollt und euch das hier gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da. So.